Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wir sind für dieses Video extra aus Prag angereist. Wo sind wir? Was machen wir, Max? Wir sind hier gerade in Wetzlar, in der Nähe von Frankfurt, sind hier gerade im Hotel eingecheckt und wir begleiten heute einen E-Commerce-Millionär. Ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen, aber das wird ein sehr interessantes Video. Ich habe richtig, richtig Bock. Aber wer ist er überhaupt? Genau, Erin John, sehr, sehr korrekter Typ. Ich habe ihn vor ein paar Wochen auf der TikTok For You-Page gesehen. Ich habe die ganzen Pakete gesehen, sein Lager, die ganzen Produkte. Er hat Massage-Guns, er hat eine Beauty-Brand. Aber ich würde sagen, wir zeigen euch das Ganze gleich in dem Video. Ich bin extrem gehypt. Lasst uns losgehen. Ihr dachtet bestimmt, das Video geht los, aber bevor es jetzt losgeht, müssen wir erstmal ein ernstes Wörtchen mit euch reden. Max, hast du dir die Statistiken angeschaut? Safe, wie kann es sein, dass wir so viele Nutzer haben ohne Abo? Wenn ihr solchen geilen Content supportet, den wir hier extra für euch aufnehmen, dann abonniert doch gerne den Kanal und ihr würdet uns damit sehr supporten. Hey, alles klar? Ja, bei dir? Safe. Alles gut, Mann. Hi. Hey, Bro, alles gut? Alles klar, wir sind hier jetzt im Büro angekommen. Ich würde sagen, stell dich einfach mal vor für die Leute, die dich noch nicht kennen. Gerne. Ich bin Erdenjan Bektaş, Gründer und Geschäftsführer von Electric GmbH, Lioskin GmbH und Dr. Heaven GmbH. Wir bauen gemeinsam mit meinem Team 8-stellige E-Commerce-Unternehmen auf. Okay, starten wir mit einer kleinen Room-Tour. Das ist der Content-Room von uns. Hier nehmen wir unsere Videos auf. Hier arbeitet unsere Content-Creatorin. Wir nehmen keine Ads auf, sondern wir machen meistens Produktfotos hier. Also Produktfotos, die wir dann für Instagram verwenden. Deswegen hier so Lichter und sowas, damit das alles auch super gut aussieht. Viele denken immer, man braucht direkt ein Fotostudio. Aber wie ihr seht, wir haben 8-stellige Umsätze mit diesem Material gemacht. Genau, wir nehmen hier Videos für die Videoplattform auf von uns. Wir machen ja auch mit meinem Partner, machen wir Mentoring. Und dafür kommen immer wieder neue Themen. Das nehmen wir immer hier auf, deswegen sind hier die Lichter. Hier steht dann immer die Kamera und dann wird hier aufgenommen, genau. Mentoring heißt dann, ihr zeigt anderen, wie man E-Commerce erfolgreich. Genau, wir zeigen anderen, wie man E-Commerce macht, aber nicht Dropshipping, sondern wirklich, so wie wir das auch machen, Branding. Ja. Weil wir haben in der Vergangenheit gesehen einfach, dass das viel besser funktioniert und sich auch viel mehr lohnt, wirklich eine Brand aufzubauen, etwas zu machen, was irgendwie für Qualität spricht und nicht irgendwie Produkte, ihr kennt das ja, Produkte suchen, testen und dann immer wieder das Gleiche und dann wird es nichts, hast viel Zeit verloren, Geld verloren. Das wollen wir vermeiden, deswegen im Mentoring geht es wirklich um Branding. Das mit dem Produkte testen, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also viele Dropshipper testen ja Produkte, aber beim E-Commerce ist es so, du legst hier auf ein Produkt fest. Ist es nicht so ein bisschen risky, weil das Produkt könnte ja im Endeffekt auch nicht funktionieren? Absolut nicht. Also das sagen mir tatsächlich sehr viele, aber es ist echt nicht so. Wir haben bei uns einen Teilnehmer, der verkauft Müllsäcke zum Beispiel. Okay, krass. Wo ich selber gedacht habe, okay, das wird nicht funktionieren. Dann habe ich ihn gefragt, ja, was hast du denn vor mit den Müllsäcken? Der meinte, ja, ich habe Müllsäcke in Gelb, die riechen dann nach Banane. Ich habe Müllsäcke in Rot, die riechen dann so nach Erdbeere. Okay. So, okay, krass, dann lass uns mal versuchen. Der macht so ein 6er-Paket, da sind alle Farben drin, verschiedene Sorten und verschiedene Düfte. Macht er für 20 Euro rein und die Leute kaufen das, weil es einfach nirgendwo gibt. Ja. Das ist hier die Massagepistole Electric, kennt mittlerweile jeder. Ja. Wie haben wir das gemacht? Wir haben erst gedacht, okay, das ist eine Massagepistole, ist perfekt für Fitnessleute, die viel Sport machen, Muskelkater haben. Deswegen haben wir eine Landingpage aufgebaut und wir haben Videos gemacht, wo es dann darum geht, okay, für Sportler, für die Regeneration und sowas, und lief überhaupt nicht. Also hätten wir nicht gedacht, aber es lief absolut gar nicht. Und dann, was hätten wir machen können, wenn wir Dropshipping gemacht hätten? Wir hätten gesagt, okay, nächstes Produkt. Ja. Haben wir aber nicht. Wir haben gesagt, doch, das wird auf jeden Fall klappen, weil wir einfach dran geglaubt haben. Dann haben wir gesagt, okay, es regt die Durchblutung an. Haben die Landingpage geändert, haben die Videos geändert. Die Videos waren dann Thema, regt die Durchblutung an, verhindert Zellulite, vermindert Wassereinlagerung. Und auf einmal hat es geknallt, auf einmal kaufen die Leute das Produkt. Ja, krass. Dann haben wir den Preis geändert. Es waren nicht 99 Euro, sondern wir haben 94,70 Euro gemacht zum Beispiel. Und es haben noch mehr Leute gemacht. Conversion Rate ist gestiegen. Ja. So, das heißt, es gibt viele Stellschrauben, an denen man so alles ändern kann. Absolut. Man kann sehr, sehr viele Sachen testen. Man muss nicht mal das Produkt testen, sondern man muss das Marketing dahinter testen. So, hier ist unser Office. Hier wird das Geld verdient. Hier sind die Mitarbeiter, da sitze ich als Geschäftsführung. Hier ist mein Partner David, mit ihm machen wir Alien Consulting. Wir zeigen den Leuten, wie man E-Commerce macht, Branding macht, wie ich eben erwähnt habe. Hier sitzt mein Bruder, er kümmert sich um den ganzen Content, der bei Electric, Lioskin, Dr. Heaven und den anderen Marken hochgeladen werden soll. Die werden hier gecuttet, die werden bearbeitet, die werden erstellt und analysiert. Ganz wichtig. Hier ist unser Kundenservice-Mitarbeiter, er kümmert sich alles rund um Umtausch, Retoure und die ganzen Kunden, die dann irgendwie eine falsche Adresse eingegeben haben oder Hausnummer vergessen haben. So Sachen passieren halt auch oft. Ja. Oder jemand fragt, ja, wie benutze ich denn die Massagepistole? Dann wird das hier erklärt. Also im Grunde genommen ist es aber wirklich so, dass wir alles gemeinsam machen. Es ist nicht so, dass jeder seine Aufgabe hat. Er ist nur verantwortlich für die Meta-Ads. Aber wir machen alles zusammen.
Also Memo kommt, setzt sich hier hin, er setzt sich zu mir. Wir machen immer alles gemeinsam, damit wir auch gemeinsam wachsen können. Das ist bei uns sehr, sehr wichtig, weil wir Hand in Hand sein möchten und Hand in Hand dieses ganze Ding hochziehen wollen. Und das geht halt nur, wenn du wirklich so gemeinsam auch arbeitest. Also wenn du mit den Mitarbeitern zusammenarbeitest und ich sagst, hier, ich bin der Chef, ich mach mein Ding, mach du mal Mietheiz, wenn du die Scheiße machst, wenn du die falsch machst, deine Schuld. Ja. Ist nicht so. Wenn was falsch läuft, ist von uns allen die Schuld. Wenn was gut läuft, dann ist unser aller Erfolg. Ich habe euch ganz am Anfang zwei Zimmer gezeigt, die noch leer waren. Das sind diese Zimmer. Die haben wir jetzt auch übernommen. Es werden neue Mitarbeiter reinkommen, diese Zimmer werden renoviert und dann haben wir auch diesen Bereich und dadurch haben wir die komplette Terrasse. Hier fehlen zwei Sachen. Da fehlt ein Whirlpool und hier sind Golfplatz. Oh shit, ja. Es ist schon größer, als ich gedacht habe. Wie viel zahlt ihr so für Miete, wenn du es sagen willst? Also wir haben gezahlt 9.800. Für alles jetzt? Also für das Lager und Büro? Ja, komplett alles. Wir haben echt einen geilen Preis bekommen, muss ich auf jeden Fall sagen. Ja. Wir kennen auch den Vermieter, wir wollten aber direkt kaufen eigentlich. Er hat gesagt, nein, bleib ein Jahr in Miete. Und wenn das Ding noch größer wird, wenn das Ding läuft, dann gebe ich dir mein Wort, du kannst das Ding kaufen. Okay, krass. Und jetzt ist es soweit, wir kaufen das Ding 1.1.2024, dann ist das alles uns. Ja. Und dann werden wir auch anfangen, den Golfplatz und so hier einzubauen. So, das war jetzt das Office und jetzt gehen wir runter ins Lager. Richtig geil, das ist ja auf jeden Fall riesig. Ich finde es richtig geil, also genau sowas stellen es Max und ich auch vor. Wir wollen noch eine Company aufbauen mit so Büroräumen, Lager, alles was da dazu gehört. Ich finde den Vibe extrem geil, ist sehr inspirierend. Man. Auf jeden Fall sieht alles so aus, wie es aussieht. Wir wollten Kosten sparen, war vorher nicht uns, wir waren ja auf Miete. Ab dem 01.01.24 gehört der Laden uns, deswegen dürfen wir schon mit der Renovierung beginnen. Deswegen sieht alles auch so aus, wie es ist. Wir sind jetzt seit 2 Jahren hier. Seit 2 Jahren sah aber alles so aus, wie es hier aussah, war vor einer Metzgerei. Haben uns gedacht, komm, scheiß drauf, einfach mal rein. Hauptsache, die Produkte sind trocken. Wir haben ein Dach über dem Kopf, Mitarbeiter können reinkommen. Lass uns gerne mal. Gehört das ja auch alles euch oder nur komplett, der komplett. Ich zeige euch alles hier. Hier sind dann die Mädels drin, die machen ihre Retourearbeit. Die Pakete kommen von hier dann hier rein, von der DHL. Wenn irgendwas defekt ist, werden wir versuchen, das zu reparieren. Wenn es nicht repariert werden kann, sind da Ersatzteile beispielsweise. Und wenn da gar nichts geht, dann muss es halt wieder zurück zum Produzenten. Hier sind die ganzen defekten Produkte, die zu nichts mehr gebrauchen sind, weil die einfach defekt sind, also kaputt komplett. Wir können die nicht reparieren. Die werden hier gesammelt. Die werden so weit gesammelt, bis wir einen kompletten Container füllen können. Und sobald wir den Container haben, wird das dann von hier nach China direkt gebracht und wird dann durch einen Agenten an die verschiedenen Produktionsstätte verteilt. Das ist zum Beispiel eine andere Produktionsstätte als bei diesem Produkt. Und die werden dann nochmal dort kontrolliert und wenn die dann, entweder sagen die dann, okay, ihr bekommt das Geld zurück für die Produkte oder die sagen, ey, okay, das sind 500 Stück, die defekt sind, ihr bekommt 500 neue. Okay, also machen wir das bei denen und bei den ganzen anderen Produkten auch. Aber wenn ich es richtig sehe, ihr habt hier quasi das Lager für alle Brands, ihr habt ja mehrere, oder? Hier ist nicht nur Electric. Genau, hier ist Electric, Leoskin und Dr. Heaven ist hier. Okay. Plus wir sind noch die ganzen Brands von den Teilnehmern. Wir machen ja auch, wir bringen den Leuten bei, wie man E-Commerce macht, aber mit Branding, ohne Dropshipping. Bei den meisten fehlt dann immer ein Lager oder die wollen nicht lagern, die wollen nicht versenden, dann können die hier versenden bei uns. Wir übernehmen dann Versand für einen günstigen Preis, weil die halt bei uns am Start sind. Das ist jetzt das Lager für Electric. So sieht es aktuell aus, wird aber nicht immer so aussehen. Wie gesagt, hier werden komplett Regale sein außen. So, das ist dann so, dass hier Regal Nummer 1 ist. Erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe und dazwischen ist halt Platz zum Gehen. Das wäre eigentlich die Marke Leoskin. Krass, schon sehr groß. Wie viele Quadratmeter habt ihr? Das sind 2000 insgesamt. Wir haben, es geht noch weiter. Ich zeige euch gleich den dritten Raum, wo dann Dr. Heaven ist. Hier auch wieder das Gleiche. Diese zwei Wände werden abgebaut und dann kommt hier wieder Regal 1, Regal 2, Regal 3 und Regal 4 und dann kommt alles, was hier ist, da rein. Krass. Sodass auch alles viel ordentlicher aussieht und wir auch besser arbeiten können und mehr Überblick auch haben. Das ist jetzt Dr. Heaven und teilweise auch Electric. Also das ist jetzt die dritte Brand. Mhm. Ihr habt mit der ersten angefangen, das war Electric, richtig? Mhm, genau. Die zweite war dann Leoskin und jetzt Dr. Heaven noch. Genau, das sind die öffentlichen Brands. Wir haben noch zwei, die sind aber noch ein bisschen geheim, die will ich auch nicht veröffentlichen. Ja. Wird 2024 veröffentlicht, aber aktuell sind wir mit den drei Brands so richtig am Start und sind auch bekannt. Also wenn du Electric sagst, kennt man ja. Die anderen zwei Brands sind noch etwas kleiner, deswegen werden die erstmal nicht veröffentlicht. Kannst du sagen, in welchem Bereich das ist oder willst du auch Secret halten? Es geht so in Richtung Accessoires, Taschen, Damen. Ja, okay. Und ein bisschen mehr. Genau, das ist hier alles Dr. Heaven. Ich kann euch mal eine Schallzahnbürste zeigen. Der Unterschied zwischen uns und den Dropshippern und, oder beziehungsweise den anderen Leuten ist eigentlich komplett das Branding. Ich zeige euch mal hier eine Verpackung, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Also einige Leute haben das jetzt vielleicht falsch verstanden, die denken, okay, ihr habt im Prinzip das gleiche Produkt wie ein Dropshipper, aber ihr habt dann halt einfach nur eure Brand drauf gemacht. Mhm. Ist es so oder habt ihr es genau, nee, absolut nicht. Also wir haben auch Produkte, wo wir einfach nur unsere Brand drauf machen. Ist auf jeden Fall, passiert auf jeden Fall. Aber das sind dann so kleine Produkte, wo wir sagen, okay, es lohnt sich nicht, das selbst zu branden. Mhm. Bei dem Produkt zum Beispiel haben wir das komplett selbst gebrandet. Es sieht
ganz anders aus wie irgendwie andere Produkte. Wir haben die Farben geändert, wir haben die Aufsätze geändert, wir haben die Symbole hier geändert und auch allgemein die Funktionen haben wir geändert. Wir haben fünf Programme reingemacht und drei Geschwindigkeitsstufen, findet ihr zum Beispiel sonst nirgendwo, und wollen mit so Produkten zum Beispiel Oral-B angreifen. Was? Weil wir wissen, die Zahnbürste von Oral-B ist von der Qualität her leicht schlechter sogar, kostet aber 220 Euro, weil es Oral-B ist. Was kostet die? Die kostet 150 Euro. Okay. Aber es ist bei der Produktion, die Produktionskosten zwischen Oral-B und von uns ist genau gleich. Aber weil wir eben Dr. Heaven sind und neu sind und uns mit E-Commerce auskennen, können wir ganz günstige Einkaufspreise anbieten und viel mehr verkaufen als Oral-B, wenn wir möchten. Was sind also die Einkaufspreise, also die Produktionspreise, wenn du es verraten hast? Also wenn wir für 150 Euro verkaufen, dann sollte EK auf jeden Fall zwischen 20 und 30 liegen. Okay. Also ein mal 4, mal 5, mal 6 sollte auf jeden Fall sein, damit du irgendwie langfristig auch erfolgreich sein kannst. Bei den ganzen Produkten, die ich so sehe, ist dann meistens so 10 Euro Einkauf, 30 Euro Verkauf, dann bleibt irgendwie 20 Euro und damit kannst du nicht arbeiten. Man kann hiermit auf jeden Fall arbeiten, deswegen, also wir sind jetzt nicht gebunden an irgendwelches, irgendwie an Luxus oder sowas. Man kann so arbeiten. Es ist auch sehr viel Familie hier drin, das kommt auch noch dazu. Also hier sind viele Cousins drin, meine Mutter arbeitet hier zum Beispiel im Retourenraum. Mein Vater arbeitet zum Beispiel im Versand. Man sagt ja immer, ich will meine Eltern in Rente schicken. Ist auf jeden Fall so, aber man braucht hier auch Leute, denen man wirklich zu 110% vertrauen kann. Ja. Damit das wirklich auch ohne Fehler passiert, weil es sind viele Fehler passiert. Hier waren viele Mitarbeiter von außerhalb, wir wurden beklaut, alles ist passiert. Deswegen haben wir gesagt, ey, du musst einfach nur da sein, du musst nicht arbeiten, steh einfach nur da, weil ich kann dir zu 110% vertrauen. Also mein Vater bleibt da, guckt zu und sorg einfach dafür, dass alles glatt läuft. Nice. Und für ihn, für ihn ist das auch nicht Arbeit, sondern das ist einfach auch sein Lifestyle. Also ja, der macht das ja mit Liebe komplett, das ist ja so sein Sohn, mein Bruder ist am Start und deswegen ist das für den jetzt auch keine Arbeit. Geil. Ich finde, hier sieht man aber auch nochmal richtig gut, also viele Leute denken ja, man braucht irgendwie so die perfekten Umstände, perfektes Office, alles, aber du meinst ja selbst, das war vorher eine Fleischerei, ihr habt hier teilweise auch, ich weiß nicht, so einfach Baustellenlampen quasi stehen und damit achtstellige Umsätze und dann schafft man es easy mit absolut katastrophalen Umständen fünfstellig oder so zu verdienen, also das ist keine Ausrede, wenn man nicht perfekte Umstände hat. Auf jeden Fall, soll auf jeden Fall keine Ausrede sein, wie ihr sehen könnt, wir kommen auch von nichts, wir kommen von gar nichts, deswegen ist das für uns eigentlich schon Luxus, also mehr brauchen wir auch nicht, um auch neunstellig zu werden, brauchst du rein theoretisch nicht mehr als das, was hier ist. Ja. Genau, das war jetzt das Office und das Büro, jetzt gehen wir kurz was essen und ja, das ist ein Lokal, wo ihr nicht das erste Mal wart, oder? Ja Mann, das ist so unser Stammlokal, hier sind wir, wenn wir Zeit haben, wenn es schnell gehen muss, ist extrem lecker und ist sehr nah zu unserem Office, sind sehr oft hier. Genau, ich bin gespannt. Das erste Mal auf jeden Fall sehr, sehr stabil. Danke auch nochmal für die Einladung. Sehr gerne. Und jetzt nehmen wir einen Podcast auf. Wir sprechen so ein bisschen über die Reise von Erincan und wie er dieses E-Commerce-Unternehmen aufgebaut hat. Ein paar Insider-Stories und so weiter. Wird auf jeden Fall sehr interessant und ich bin sehr gespannt. So, das war's dann mit dem heutigen mehr oder weniger Day in the Life. Aber es hat uns wirklich sehr gefreut, dass wir dich einen Tag lang begleiten durften, du uns hier alles gezeigt hast. Ich denke, für die Zuschauer war es auch extrem interessant, das Ganze mal zu sehen. Wenn die irgendwie noch weitere Fragen an dich haben, so, wo können die dich erreichen? Sehr gerne, Freunde. Auf Instagram, checkt gerne ab, könnt mir gerne folgen. Stimmer Schmidt bei Dr. Heaven. Wir bauen gerade die Marke auf, ist auf jeden Fall sehr interessant. Checkt ab, Links wahrscheinlich in der Bio. Yes, auf jeden Fall. Checkt ab. Alles in der Bio. Abonniert auch gerne den Kanal. Viel zu viele Nutzer haben wir noch, die nicht den Kanal abonniert haben. Wir können die Statistik hier mal einblenden. Also unbedingt abonnieren, um nichts zu verpassen. Aktiviert auch gerne die Glocke. Schreibt uns auch ein ehrliches Feedback in die Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video.